Die Insel Rügen bringen die meisten von uns vermutlich in erster Linie mit den Urlaubsstränden von Binz und Selin, von Barbe und Görn in Verbindung oder man denkt an Sassnitz und die Stubbenkammer. Doch all diese Orte liegen bekanntlich entlang der Ostküste der Insel. Westrügen hingegen, und hierum soll es ja in diesem Beitrag gehen, ist vor allem landwirtschaftlich geprägt. Große beackerte Flächen dominieren hier, wo fast überall auf den Feldern Traktoren unterwegs sind. Dazu kommen viele Wiesen und Weiden mit Rindern, Schafen, wobei diese kleine Herde hier ausgebüxt ist, kann man fast sagen, und sich auf der anderen Straßenseite außerhalb ihrer Koppel befindet. Und auf vielen Flächen findet man auch Pferde, manchmal scheinbar gemischt, wie es aussieht. Diese beiden hier sind kurz zuvor von einem älteren Herrn gefüttert worden, der, wie es aussah, regelmäßig hier vorbeikommt. Die Pferde schienen ihn schon zu kennen. Ja, und dieser Teil der Insel ist auch wesentlich weniger touristisch erschlossen. Die weit verstreuten und zum Teil etwas abgelegenen kleinen Ortschaften bestehen manchmal nur aus wenigen Häusern. Und sie haben ihren ganz eigenen Reiz. Vor allem hat man manchmal das Gefühl, als sei die Zeit hier ein bisschen stehen geblieben. Genau das macht sie auch so gemütlich. Hier sticht zum Beispiel Landau hervor mit seiner markanten und über 700 Jahre alten Kirche, deren Existenz mit der Situation an dem früher hier vorbeiführenden uralten Handelsweg in Verbindung steht. Sie ist übrigens die älteste Fachwerkkirche Norddeutschlands. Und wenn man sie betritt, dann fällt eines sofort ins Auge. Man hat, und das ganz bewusst, die Kirche zwar vor ihrem Verfall bewahrt, aber dennoch die Spuren ihrer Vergangenheit und der Vergänglichkeit sichtbar gelassen. Genau so soll sie auch erhalten werden und eben das macht sie so faszinierend und einzigartig. Anfang der 70er Jahre, also in der DDR, ist diese Kirche aufgegeben worden und hat daher auch keine Unterstützung mehr erhalten, sodass ihr Verfall damals eine unvermeidliche Konsequenz gewesen ist. Spätestens ab der Wende wendete sich dieses Blatt glücklicherweise wieder zum Guten. Es gab ein großes Engagement von Bürgern für diese wunderschöne und erhaltenswerte Kirche. Es flossen Gelder aus Spenden und Stiftungen, sodass man heute wieder auf so besondere Weise Geschichte erleben kann. Eine bauhistorische Untersuchung hat ergeben, unter anderem, dass es an dieser Stelle sogar einen Vorgängerbau gegeben hat. Die Kirche weist zum Beispiel unterschiedliche Fachwerkstile auf. Ja, und im Chor als ältesten Teil sehen wir noch gut erhaltene Reste einer Ausstattung, die auf das Jahr 1733 datiert werden kann. Ja, und ein paar Infrarotaufnahmen zeigen die Kirche schließlich mal in einem ganz anderen Licht. Wir bewegen uns hier überwiegend am Kubitzer Bodden, der in weiten Teilen so flach ist, dass die Fischer sich entsprechende Markierungen aufstellen müssen, um mit ihren kleinen Booten nicht auf Grund zu laufen. Die Möwen kennen ihn bereits und warten auf das, was abfällt. Im Hintergrund erkennen wir die Insel Liebitz, eine Heimstatt für viele Seevögel und somit entsprechend Vogelschutzgebiet. Sie darf also nicht betreten werden. Das einzige Gehöft, das wir dort erkennen, ist sehr alt und in Privatbesitz. In dieser Gegend hier rings um den Bodden lohnen sich vor allem Fahrradausflüge. Auf den schmalen Nebenstraßen hat man nur wenig Autoverkehr. Sehr schön sind die Abende bei tiefstehender Sonne. Der eine oder andere Feldweg führt scheinbar ins Nichts. In der Ferne erkennen wir beim Blick über den Bodden die Stadt Stralsund. Zur anderen Seite die Insel Ummanz, zu der wir gleich noch kommen.
Erwähnt seien natürlich noch, und das darf auf keinen Fall fehlen, die Alleen, für die Rügen bekannt ist. Sie wirken bei jedem Licht und bei jedem Wetter eindrucksvoll. Und hier hinten, man kann fast schon sagen Abgeschiedenheit, hat Bauer Langer übrigens die größte Sau auf Rügen, nämlich Rosi, die hier an der Kreuzung dem Besucher schon mal den Weg weist. Hier sei sie mal von allen Seiten in Szene gesetzt, denn sie ist auf jeden Fall ein Hingucker. Dann liest man schon mal das Tagesangebot gleich daneben auf dem Schild. Ja, und von hier ist es dann auch nicht mehr weit, bis man in Lieschow direkt vorm Tor steht. Nicht weit entfernt tummeln sich vor allem Gänse, aber auch ein paar Enten auf einem Geflügelhof, natürlich ebenfalls mit Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeit. Die Straße führt direkt dran vorbei und bald darauf überqueren wir auch schon die Brücke, die rüber auf die Insel Umans führt. Eigentlich sind es zwei Brücken nebeneinander, einmal die Fahrbahn für Autos und daneben ein Fußgänger- und Radfahrerbereich, beide separat und, wenn man drunter schaut, mit verschiedener Unterkonstruktion. Das ermöglicht, dass man sich hier ungestört aufhalten und die Boddenlandschaft genießen kann, die zu beiden Seiten der Brücke für den Naturfreund faszinierend aussieht. In kurzer Distanz sitzen Kormorane auf den Booten. Für die weiter entfernt liegenden Inseln und Landzungen braucht man dann schon ein Fernglas. Überall tummeln sich Wasservögel und die südöstlich von Umans liegenden kleinen Inseln Liebes, jetzt nicht zu verwechseln mit der gerade vorhin schon erwähnten Liebitz, Mährens, Würens und Okewitz sind von hier aus nicht abgrenzbar, sondern sehen aus wie eine Einheit. Es sind jene in den Schutzgebieten des Nationalparks liegenden kleinen Eilande, die man selbstverständlich nicht betreten, sondern eben nur aus der Ferne sehen kann. Überhaupt täuschen die Perspektiven in der Horizontalen hier ganz gewaltig und wenn man dann noch ein Teleobjektiv verwendet, was in dieser weiten Landschaft durchaus Sinn macht, ist die Täuschung perfekt. Das führt mitunter dazu, dass aus diesem Blickwinkel die zugänglichen Bereiche mit den Bootsanlegeplätzen gar nicht so weit entfernt von den Schutzgebieten zu liegen scheinen. Aber wie gesagt, das täuscht. Kleine Vorsprünge wirken mitunter wie sich weit in den Bodden ziehende Landzungen. Hier stehen wir bereits auf Umans und erkennen ganz hinten in der Ferne wieder die Stadt Stralsund. Die Insel Umans ist der Insel Rügen westlich vorgelagert, ungefähr 20 Quadratkilometer groß. Hier sehen wir sie mal in der Draufsicht auf einer Tafel. Sie misst dabei in der Länge so ungefähr gute 8 Kilometer und in der Breite, wenn man einmal quer durch den Kern der Insel geht, ungefähr so 3 bis 3,5, weiter östlich sogar 4 Kilometer. Der erste Ort auf der Insel, in den man unmittelbar hineinfährt, wenn man die Brücke überquert hat, ist Vaase. Es empfängt den Besucher zunächst das Haus mit der Ausstellung über den Nationalpark. Hier gibt es auch einen Infopunkt. Gleich dahinter ein kleiner Souvenirladen mit vor allem Keramik direkt von der Insel. Dazwischen ausgestelltes altes Ackergerät. Es sind an sich eigentlich auch die markantesten Gebäude auf der Insel. Also gerade auch dieses redgedeckte Fachwerkhaus, das ist ja jenes mit der Ausstellung. Und direkt daneben steht die St. Marienkirche aus dem Jahr 1322. Sie wurde von Anfang an als selbstständige Pfarrkirche betrieben. Es gab im Laufe der Zeit natürlich bauliche Erweiterungen, wie zum Beispiel im 15. Jahrhundert die Ostwand des Kirchenschiffes oder die Sakristei. Der separate Glockenturm ist natürlich eine Extraerwähnung wert. Und diese Kirche ist die einzige auf der Insel Umans, so wie auch Vaase der einzige Ort ist, dem man eigentlich echten Dorfcharakter zusprechen kann. Ansonsten findet man auf der Insel im Großen und Ganzen nur kleinere Ansammlungen von Häusern, die dann wie Ortschaften geführt werden. Am nordwestlichen Ende, also vis-à-vis von Vaase, wenn man so will, befindet sich zum Beispiel Heide mit einigen wenigen Häusern und dem Heidehof als Pension.
Sogar einen verlassenen Ort, wenn man so will, Lost Place, wie man heute sagt, findet man hier. Eine ehemalige Stasi-Ferienanlage, die in den 90er Jahren vom Blitz getroffen wurde und niederbrannte. Welche Ironie des Schicksals. Aber eigentlich auch schade, denn das hätte man heute gut weiter betreiben können. Also im Prinzip, wenn man so will, führt nur eine Straße einmal um die Insel und kommt wieder vorne in Vase raus. Grob gesprochen, also wirklich sehr grob gesprochen, ist alles, was außerhalb dieser Straße, also zum Bodden hingelegen ist, mehr oder weniger Schutzgebiet, das nur eingeschränkt betreten werden kann. Und innerhalb dieses Straßenrings, so kann man es nämlich auch fast nennen, gibt es eigentlich nur Landwirtschaft. Aber wie gesagt, das ist eben nur wirklich grob gesprochen, denn einige der landwirtschaftlichen Flächen liegen auch außerhalb dieses Straßenrings, also zum Bodden hin. Nennenswert wäre noch ein Feriendorf im Norden der Insel und der Campingplatz Surendorf auf der Westseite direkt am Bodden. Von hier aus starten bei günstigem Wetter die Surfer und Kitesurfer. Das Wasser ist ausgesprochen flach. Man kann hier je nach Uferabschnitt zwischen 300 und 600 Meter weit reinlaufen. Das sieht man hier zum Teil auch bei den Kitesurfern. Ein schönes, buntes Getummel bei herrlichem Wetter. Man kann es als Laie natürlich schwer einschätzen, aber das sieht hier noch sehr nach Üben aus. Weiter nördlich sieht der Uferbereich dann nicht so einladend aus, dass man hier auf die Idee kommen könnte, ins Wasser zu gehen. Aber dafür ist das hier auch gar nicht vorgesehen. Mehr oder weniger breite Schilfgürtel dehnen sich hier aus und das ist typisch für die Boddengewässer. Es gibt an ihnen keine weißen Strände, wie man sie sonst von der Ostsee gewöhnt ist. Hier hat man unweit der Brücke, jetzt wieder vorn in Vase, allerdings eine kleine Badestelle eingerichtet, die zumindest ein bisschen daran erinnert. Hier grüßt auch ein kleiner Leuchtturm, unweit davon ein kleiner Parkplatz und Stege mit Booten. Alles in allem aber eine sehr schöne und ruhige, naturbelassene Landschaft. Und hier sind wir jetzt auch wieder zurück an der Nordwestseite der Insel. Hier hinten geht die Udaser Wiek, auf der wir ein paar Wasservogelansammlungen sehen, in den Schaproder Bodden über, an dem wir uns hier ohnehin befinden. Wir erkennen in der Ferne die Insel Öhe. Dort kommt die Fähre von Hiddensee zurück und läuft in den Schaproder Hafen ein. Hier sehen wir, wie sie hinter der Öhe teilweise verschwindet. Das müssen wir mal hier im Zeitraffer zeigen, sonst würde es viel zu lange dauern und leider wackelt es auch ein bisschen, weil es so windig ist. Das durchwachsene Wetter an diesem Tag zeigt gegen Abend dann einen Regenbogen. Hier das eine Ende über der Udaser Wiek und dann das andere Ende über den Wiesen von Ummans. Den Sonnenuntergang erleben wir dann über dem Bodden und der Insel Hiddensee, die im Hintergrund als dunkler Strich auftaucht. Hier ist es ihr Südteil, den wir sehen, also kurz vorm Übergang zur Kernzone, dem Gelm. Dann fallen unter lautem Geschrei die von den Äckern kommenden Gänse an ihren Schlafplätzen ein, verteilen sich hier weit über den Bodden. Eine ebenso schöne Abendstimmung erlebt man weiter vorn in Vase, also wieder an der Brücke und dem Leuchtturm. Ein paar alte Kutter stehen hier an Land, sie sollen irgendwann mal wieder restauriert werden. Langsam nähert sich die Sonne dem Horizont. Dann senkt sich der Abend, es ist ruhig am Bodden, nur ein Moped unterbricht kurz die Stille. Am nächsten Morgen herrscht trübes Wetter, vor allem die Fernsicht ist eingeschränkt. Wir schauen vom Fräsenort, dem südlichsten Punkt der Insel, auf den Kubitzer Bodden mit der Insel Heuwiese in der Ferne, zu erkennen an dem Beobachtungsturm. Auch sie gehört zu den nicht betretbaren Vogelschutzinseln. Sie liegt ungefähr 2 Kilometer weit draußen und damit weiter entfernt als die vorhin gezeigte Insel Liebitz. Bei diesem diesigen Wetter kommt, vorausgesetzt man befindet sich gerade an der richtigen Stelle, der landwirtschaftliche Charakter besonders zur Geltung. Die Rinder dösen in den trüben Morgen hinein.
Alte holprige Betonplattenwege und Stromleitungen erinnern noch ein wenig an die Zeit von damals. Ebenso alte Viehställe. Vorne am Leuchtturm bewegt leichter Wind die im Wasser liegenden Boote. Noch zeigt sich der Himmel bedeckt, aber man merkt, es wird langsam heller. Die Sonne will sich, wenn auch mühsam, durchsetzen. Hier haben wir die vorhin erwähnten alten Kutter mal aus der Nähe. Draußen auf dem Fockerstrom ist das erste seetüchtige Boot unterwegs. Ja, und dann machen wir als nächstes einen Ausflug nach Tankow. Das ist nämlich der nordöstlichste Zipfel von Umans, den man als Besucher noch erreichen kann bzw. darf. Man muss ja bedenken, vieles hier ist Schutzgebiet. Es gibt hier hinten eigentlich nur zwei Wohngehöfte, die ungefähr 800 Meter voneinander entfernt liegen. Aber was den Besucher interessiert, ist eigentlich der Beobachtungspunkt in Form dieses stattlichen Holzhäuschens, das auf Pfählen errichtet worden ist. Von innen sehr geräumig und mit herrlichem Ausblick auf die Udarser Wiek, die übrigens einer der größten europäischen Kranichschlafplätze ist, wo man vor allem am Abend oder eben frühen Morgen zur Herbstzeit eindrucksvolle Beobachtungen machen kann. Innen haben sich Rauchschwalben eingerichtet, der freie Zuflug bietet für sie beste Voraussetzungen. Ja, und weil nun das Zeitlimit während meines nur dreitägigen Aufenthalts hier auf der Insel es dann doch nicht zuließ, die Kraniche bei ihrem Eintreffen zu filmen, treffen wir sie an anderer Stelle. Unweit der Insel Liebitz hat man in jüngerer Zeit die Polder renaturiert, sodass das Boddenwasser wieder einen Teil der Flächen überschwemmen kann. Hier tummeln sich zahlreiche Wasservögel an den wiedervernässten Bereichen und können aus sicherer Entfernung beobachtet werden. Verschiedene Entenarten, Gänse und Wartvögel, von denen vor allem Kiebitze zu sehen und Brachvögel zu hören sind, trifft man an. Und natürlich auch Kormoran und Möwen. Aber eben auch Kraniche, die von den benachbarten Wiesen und Äckern kommen, fallen in großer Zahl ein. Auf solchen Flächen zeigt sich schon sehr frühzeitig der Erfolg derartiger Maßnahmen. An manchen Stellen ist noch zu erkennen, dass es sich um eine junge Landschaft handelt. Hier ragt noch eine abgestorbene Birke aus dem Wasser. Unweit davon, wie es aussieht, eine kleine Wetterstation. Eine einzelne Kuh sondert sich von ihrer Herde ab, die hier gleich nebenan grast und bewegt sich recht zielstrebig an die andere Seite der Weide. Wovon sie sich hier nun aber angezogen gefühlt hat, ließ sich nicht erkennen. Über den benachbarten Ackerflächen gehen zwischendurch mitunter kräftige Regenschauer nieder. Das Wetter zeigt sich heute wieder ziemlich wechselhaft. Ja, und dort verteilen sie sich über große Flächen in unterschiedlicher Dichte, mal in kleinen Gruppen, mal in größeren Ansammlungen. Manchmal mischen sie sich mitten unter die Rinder oder stehen am Rande. Diese wiederum tollen mitunter übermütig im Hintergrund. Bei den Kranichen ist es ein ständiges Kommen und Gehen, wobei immer nur ein paar von ihnen eintreffen oder abfliegen. Die Kiebitze steigen manchmal als größerer Schwarm auf und bewegen sich weiter draußen über den kleinen Inseln und den sich weit ins Wasser ziehenden Landzungen. Ein Limikolenschwarm fällt regelrecht vom Himmel herab, der Größe der Individuen nach zu urteilen irgendwelche Wasserläufer, ich vermag das jetzt nicht genauer zu sagen. Ein paar Silberreiher stehen mehr am Rande und suchen die Wiesen und Weiden nach Nahrung ab. Der Natur, vor allem aber der Vogelbeobachter, kommt hier voll auf seine Kosten. Vor allem jetzt im Spätsommer bieten diese Flächen zahlreichen Zugvögeln geeignete Rastplätze. Tja, und damit kommen wir auch schon langsam zum letzten Abschnitt dieses Beitrags. Wenn wir nämlich nun schon mal an der Ostsee sind, dann reizt es natürlich in jedem Fall auch mal Strand und Meer zu sehen. Und wenn man das auf der Westseite Rügens erleben möchte, dann muss man nach Dranske bzw. zur Halbinsel Bug fahren, also an die Nordwestküste der Insel.
Dazu nutzen wir zunächst die Wittower Fähre, weil das hier die kürzeste Strecke dorthin ist. Im Vergleich zur Glewitzer Fähre ist die hier relativ klein und auch die zu übersetzende Strecke ist vergleichsweise kurz. Das sind hier nur ungefähr 400 Meter. Als nächstes passiert man dann neben kleineren Ortschaften Wiek, einen sehr ansehnlichen und recht verwinkelten Ort. Und dann dauert es auch gar nicht mehr so lange und schon haben wir tatsächlich die Ostsee vor uns. Hier blicken wir gleich schon mal rüber nach Hiddensee, dessen nördlicher Teil zu sehen ist mit der Steilküste des Dornbush Cliffs, eines aktiven Küstenabschnitts, der alljährlich kleinere oder größere Mengen Material ans Meer abgibt, die dann woanders wieder angeschwemmt werden. So ist ja auch die Insel Hiddensee, wie wir sie heute kennen, entstanden, also der flache und damit größte Teil der Insel. Der Leuchtturm da drüben ist gerade eingerüstet, wie man sieht. Doch wenn wir nun auf dieser Seite, also hier auf Rügen bleiben, haben wir einen sehr schönen, aber auch steinigen Strand vor uns. In diesem Bereich beginnt im Prinzip schon die Halbinsel Bug, die sich von hier aus rund 8 Kilometer in südlicher Richtung zieht. Sie war früher militärisches Sperrgebiet. Auch am Strand gab es einen Sperrzaun, der heute nur noch als Fragment existiert. Zur DDR-Zeit gab es hier einen Marinestützpunkt der NVA. Die Militärgeschichte reicht aber bis in die Kaiserzeit zurück. Für die Öffentlichkeit war das also schon sehr lange ein verbotenes Terrain. Draußen vor der Küste zeugen auch heute noch ein paar Betonreste, die gern von Seevögeln wie den Kormoranen genutzt werden von der früheren Nutzung. Dabei ist im Hintergrund immer wieder Hiddensee zu sehen, das hier in der Teleperspektive natürlich wesentlich dichter erscheint, als es in Wirklichkeit ist. Ja, und in seinem nördlichen Bereich ist der Bug nur etwa so zwischen 60 und 200 Meter breit. Hier gab es früher auch eine Anlegestelle der Weißen Flotte für Boddenrundfahrten. Und direkt drauf auf dem früheren Militärgelände findet man neben einigen wenigen anderen Gebäuden noch zwei alte, wahrscheinlich Wohnhäuser, die man vom Strand aus sieht, die natürlich Ruinen sind. Vielleicht waren es auch mal Offiziersunterkünfte oder irgendwie sowas. Von innen wirken sie schon ziemlich marode, mancher Fußboden biegt sich leicht durch, wenn man drauf tritt, jetzt nicht unbedingt im Flur, aber in den einzelnen Zimmern. Und wirklich aufregend ist es auch nicht, man findet ja im Prinzip nur leere Räume. Das Gelände hinter der Düne ist stark verbuscht und überwiegend unwegsam, es liegen zum Teil auch noch Reste von damals herum, die man leicht übersieht und dann schnell mal ins Stolpern kommt. Also das muss man schon bedenken, wenn man das hier betritt. An vielen Stellen wächst der Sanddorn, dessen Früchte jetzt eine willkommene Erfrischung sind, wenn man hier unterwegs ist. Wir bleiben aber wieder am Strand. Auch hier findet man unmittelbar Reste von früher. Die Betonplatten wirken bisweilen wie erkaltete Lavaströme, weil sie so verwittert und von der tosenden See rundgeschliffen sind. Ja, und damit sind wir nun auch schon am Schluss angelangt. Mit einem letzten Blick auf die Ostsee und Hiddensee im Hintergrund verabschieden wir uns von der schönen Insel Rügen, deren hier vorgestellter Westteil zusammen mit der Insel Umans vor allem für den Naturbeobachter von Interesse ist, aber auch für denjenigen, der eher die Ruhe statt den Trubel der Urlaubsstrände sucht.